Happy Halloween zusammen! Heute geht es um eine ziemlich dicke Reihe, nämlich Dancing Jacks von Robin Jarvis. Es hat drei Teile, sonst wäre es keine Trilogie. Geht los mit der Auftakt, geht weiter mit Zwischenspiel und endet, wie könnte es anders sein, mit Finale. Das sind drei ziemlich dicke Bücher. Als solche sind sie schon, finde ich, dick genug. Ich schaue mal nach. 540 Seiten, so ungefähr, haben die alle, plus oder minus, wie auch immer, aber es sind also insgesamt rund 1500 Seiten. Das muss man natürlich erstmal durchlesen. Dieses Buch ist böse. Du solltest dich ihm nicht nähern. Du solltest nicht darüber sprechen. Was auch immer du tust, öffne es nicht. Der Auftakt. Man sieht ganz gut an den Büchern, die haben so einen leichten Charakter von Spielkarten. Und es wird sich, wenn man das liest, ich will das jetzt nicht alles verraten, wird sich auch klären, woran das liegt. Es hat schon eine gewisse Bedeutung. Diese ganze Szenerie, diese ganze Welt von Dancing Jacks hat was von Alice im Wunderland, und zwar nicht auf LSD, sondern wirklich in der absoluten Albtraumversion. Es ist so, dass ein böses Buch gefunden wird, in dem der Dämon oder der Geist eines längst vergangenen bösen Menschen steckt. Und alle, die dieses Buch lesen, verfallen dem Buch. Das heißt, sie ändern ihren Charakter, sie ändern ihre Lebensweise, sie ändern ihre Einstellungen und werden beim Lesen dieses Buches eingesogen in eine Art Parallelwelt. Das ist fast wie ein Drogentrip. Diejenigen, die das Buch lesen, die können dann auch gar nicht mehr anders, die wollen dahin. Und sie reagieren auch sehr verstimmt, könnte man sagen, wenn nicht sogar böse und aggressiv, wenn es Leute gibt, die mit diesem Buch nichts anfangen können. Diejenigen, die mit dem Buch nichts anfangen können, haben gar nicht unbedingt selbst daran Schuld, sondern sie sind immun gegen diese bösen Einflüsse und können auch gar nicht nachvollziehen, was da mit den anderen Leuten los ist. Es gibt ziemlich viele Protagonisten in diesem Buch. Die meisten sind jüngere Menschen, Jugendliche und Kinder, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, ist das ein Jugendroman? Ich weiß es bis jetzt nicht. Vielleicht ist es auch völlig egal. Es hat Züge, wo man denkt, das ist vielleicht für Jugendliche zu hoch. Es gibt aber auch immer wieder Passagen, wo man denkt, ja, das ist für Jugendliche gemacht. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt ist es eigentlich auch egal. Es soll ja nur Spaß machen. Und wenn man halt im Geiste jung geblieben ist, ist es ja wunderbar. Zurück zum Buch. Diejenigen, die immun sind, die werden irgendwann von den Dancing Jacks Fans und Fanatikern verfolgt. Es hat also durchaus auch einen gewissen Aspekt von Sozialstudien. Es geht um das, was eine faschistoide Gesellschaft mit denjenigen macht, die nicht dazugehören wollen oder können. Das Ganze ist gewürzt mit einer ordentlichen Prise Horror und auch Fantasy. Ich glaube, da streiten sich auch die Geister, ist das jetzt Fantasy oder ist das jetzt Horror? Für mich, durch die Brutalität, die da teilweise auch drin ist und durch die Bösartigkeit, würde ich es zum Horror zählen. Wie auch immer. Das sieht wahrscheinlich jeder anders. Für mich ist es ein Horrorbuch. So, es sind drei Teile. Und ohne jetzt zu viel über die Bücher verraten zu wollen, es fängt irgendwann an, sich etwas zu ziehen. 1500 Seiten wollen gefüllt sein und das ist wirklich ziemlich schwierig. Ich hatte den Eindruck, dass Robin Jarvis bei dem ersten Teil noch viel Zeit hatte, sich vorher Gedanken zu machen und zu schauen, welche Szenarien er da beschreibt, welche Personen er skizziert und was diese Personen so erleben. Der zweite Teil ist tatsächlich nur eine Fortführung des ersten Teils und beschreibt dann, ja, wie es eben weitergeht. Und das auf 500 Seiten finde ich doch eigentlich zu lange, weil es sich eigentlich nicht über 500 Seiten trägt. Und der dritte Teil, das Finale, ist auch in großen Teilen einfach eine Fortführung von den ersten beiden Bänden. Und auf der letzten, ich sag mal, Handvoll Seiten schließt sich dann die ganze Geschichte. Ich fand das ziemlich unbefriedigend, weil ich möchte eigentlich nicht 1450 Seiten darauf warten, dass dann irgendwie eine Lösung einkommt. Und das ist auch selten so, dass zwischendrin Kapitel, also inhaltliche und auch personenbezogene Kapitel geschlossen werden. Es passiert hin und wieder auf teilweise dramatische Weise, aber teilweise auch auf eine Weise, wo man denkt, ja, wie hätte es auch anders kommen sollen. Mir ging es gerade beim dritten Teil, den ich wirklich für den schwächsten halte, teilweise so, dass ich mir dann gedacht habe, endlich ist es vorbei, schön. Und dann kam die nächste Schleife. Trotzdem muss ich sagen, gerade der erste Teil ist ein wahnsinnig eindrückliches Buch, das immer wieder Exkurse nimmt, auch in dieser Parallelwelt, die mich absolut fasziniert haben.
Ich habe nach dem ersten Teil unglaublich gespannt auf den zweiten Teil gewartet und war da dann schon etwas enttäuschter. Das kann auch an mir liegen. Es ist ja immer so, wenn man ein Buch liest, was einem total gefallen hat und dann kommt der Nachfolger, dann erwartet man Gott weiß was und es kann halt eben nicht immer gehalten werden. Ja, trotzdem habe ich es gelesen, habe es eigentlich auch ganz gerne gelesen. Es gab aber zwischendrin Passagen, wo ich mir gedacht habe, jetzt würde ich eigentlich gerne mal 20 Seiten überspringen. Und als ich die 20 Seiten gelesen habe, habe ich mir gedacht, warum hast du die nicht übersprungen? Sowas ist böse, sowas macht man nicht, weiß ich. Ich mache es aber trotzdem manchmal, gebe ich auch zu. Ich habe es durchgehalten, beim dritten Teil dann nicht mehr. Da gab es immer wieder Passagen, die ich überblättert habe. Und das wurde gegen Ende so viel, dass ich dann eigentlich nur noch darauf gehofft habe, dass das Ende kam. Und das Ende dann für mich auch nicht sowas wie ein schöner Schluss war, sondern eigentlich fast eine Erlösung. Ist total schade. Ich finde, man sieht heutzutage ganz viele Autoren, auch aus anderen Genres, die Trilogien schreiben. Es sind ganz häufig Trilogien und nicht Quadrologien oder wie die anderen Logien also heißen, ist ja auch Wurst egal. Und es ist, finde ich, häufiger so, dass mit dem ersten Buch dieser Reihe Sehnsüchte und Erwartungen geweckt werden, die sich nicht immer durchziehen können. Es gibt auch viele Gegenbeispiele und ich möchte auch hier gar nicht so negativ reden. Ich möchte auch über das Buch gar nicht so negativ reden. Ich finde nur, dass man den zweiten und dritten Teil hätte zusammenlegen können und dann wäre das eine viel rundere, viel ausgewogenere Sache gewesen.